Hallo, liebe User vom motorsportmagazin.com, herzlich willkommen aus unserer Grazer Redaktion, wo der Kollege Höller und ich jetzt den zweiten großen Wintertestblock und damit auch schon den letzten für diese Saison analysieren werden. In gut anderthalb Wochen geht es dann schon los in Katar mit dem ersten Saisonrennen. Da wird es dann so richtig spannend. Bevor wir jetzt aber in die Analyse einsteigen, haben wir eine kleine Bitte, einen kleinen Aufruf an euch. Ihr habt in das Video reingeklickt, vielleicht seid ihr regelmäßig hier auch dabei auf unserem YouTube-Kanal, schaut unsere Videos an, lest vielleicht unsere Artikel auf der Webseite, genießt unser Angebot, das wir euch da schnüren. Gratis machen wir das alles, für euch gratis machen wir das alles. Aber natürlich kostet das alles Geld. Unsere Gehälter muss jemand zahlen, die Reisen zu den MotoGP-Rennen, wo wir die Informationen für euch einholen, auch das kostet eine Menge Geld, die Hotels, die Flüge, die Mietwagen, unser Video-Equipment, ab und zu müssen wir das Essen auch mal auf den Dienstreisen. Das alles kostet Geld. Deshalb, wenn ihr das schätzt, was wir hier machen, wenn ihr sagt, okay, die Jungs wollen wir gerne unterstützen bei ihrer Arbeit, dann gibt es eine Möglichkeit dafür. Wir verlinken euch das unter dem Video hier auf dem YouTube-Kanal. Ihr findet es auch bei uns auf der Website, ganz oben im Header oder in unserer App oder in der Mobile-Version, findet ihr es im Hauptmenü. Es gibt ein Unterstützungsprogramm. Jetzt, ihr könnt dort spenden. Ihr könnt den Betrag frei wählen, ihr könnt eine einmalige Spende tätigen, ihr könnt da quasi einen Dauerauftrag einrichten, das alles funktioniert über Lastschriftverfahren, über Kreditkarten, unterschiedliche Systeme. Schaut euch das mal an, den Betrag könnt ihr ganz frei wählen, es ist ohne große Verpflichtungen, also ist jederzeit kündigbar wieder. Keine Abo-Falle. Keine Abo-Falle, genau. Hundertprozentig seriös. Ihr habt eine Rechnung, schaut es euch gerne mal an. Wie gesagt, wir verlinken es auch unter dem Video. Also wenn ihr das schätzt, was wir hier machen, und wenn ihr sagt, ihr wollt uns unterstützen, wir freuen uns über jeden Betrag, über jede Spende. Daumen hoch schon mal von uns für euch, wenn ihr da mitmacht. Ja, dann kommen wir zur Sache, würde ich sagen. Gibt einiges zu analysieren. Vielleicht fangen wir an mit unserem Riding-Coach, mit Horst. Der hat sich das Ganze natürlich auch ganz genau angesehen. Alter vor Schönheit. Hat sich die letzten drei Tage auch ganz genau angesehen. Jetzt würde ich sagen, lassen wir den Horst mal einen groben Überblick geben, was so passiert ist die letzten drei Tage. Und dann werden der Michael und ich das Ganze nochmal im Detail sezieren dann. Horst, bitte, wie hast du die letzten drei Tage in Katar gesehen? Lieber Michael, lieber Markus, liebe Motorsportmagazin.com-Zuschauer, ja, der Test in Katar ist vorbei und ja, was habe ich für Lehren daraus gezogen aus diesem Test? Yamaha. Es wird wohl in diesem Jahr sicher über Yamaha gehen müssen, die Weltmeisterschaft. Sie haben sich in den letzten Tests bärenstark gezeigt. Alle vier Yamaha-Fahrer sind immer vorne dabei, im Speziellen das Petronas-Team mit Quartararo und Morbidelli. Die haben sich wirklich so ein kleines bisschen in den Vordergrund gemogelt und stellenweise dem Werksteam den Rang abgelaufen. Vinales hat zwar jetzt zum Schluss nochmal die schnellste Rundenzeit gefahren, dennoch aber in den letzten Testtagen konnte man schon sehen, dass das Petronas-Team mit dem Werksteam durchaus gleichauf ist. Respekt! Vor allen Dingen die Konstanz von Yamaha lässt die Konkurrenz ein bisschen fürchten. Die ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Auf die Renndistanz gesehen fahren die wirklich sensationelle Rundenzeiten. Das Gleiche in Sachen Konstanz gilt auch für Suzuki. Die haben ein Top-Motorrad, profitieren von dem neuen Michelin-Reifen und haben mit den beiden Fahrern Rins und mir zwei richtige Top-Piloten am Start. Wenn es Rins schaffen sollte, ein bisschen weniger zu stürzen als im letzten Jahr, dann wird er sicher auch ein Wörtchen um die WM mitreden. Und ich bin mir ganz sicher, dass im Jahr 2020 Juan Mir zu einem Top-Fahrer reifen wird. Der hat das Zeug dazu, der hat in den unteren Klassen Moto 3, Moto 2 jeweils gezeigt, was er kann. Und ich bin ganz sicher, dass er in der MotoGP ab nächstem Jahr zu den absoluten Top-Fahrern zählen wird. Bei Honda brennt der Baum, und zwar lichterloh. Die Jungs wissen nämlich nicht so recht, ist das 20er-Modell, das sie gerade haben, ein Problemfall oder soll es ein erfolgreiches Modell werden? Die Verletzung von Marc Marquez macht die ganze Sache nicht viel besser, denn ihnen fehlt jetzt so ein kleines bisschen die Orientierung. Bis jetzt war ja immer Marc Marquez derjenige, der Honda auch oder den Honda-Technikern gezeigt hat, wo die Reise hingeht. Das ist jetzt momentan ein bisschen schwierig, er kämpft mit seiner Schulter. Bei allen anderen Honda-Piloten sieht man, die sind echt weit hinten und fühlen sich gar nicht wohl auf dem Motorrad. Jetzt hat man sogar das 19er-Motorrad nochmal rausgeholt, um Vergleiche zu fahren. Ich bin gespannt. Die Homologation wird in den nächsten Tagen stattfinden. Das heißt, bis dahin muss Honda sich entscheiden, ob das 20er oder das 19er Modell eingesetzt werden wird. Das wird für die Jungs eine ganz enge Kiste werden. KTM hat mit Brad Binder erfreulich aufgezeigt. Ich denke, KTM wird in diesem Jahr für die ein oder andere Überraschung gut sein. Speziell Brad Binder wird dem Kollegen Paul Espargaro
die ein oder andere Nuss zu knacken geben. Bin ich mir ganz sicher. Brad Binder, sein Fahrstil passt sehr gut zu der KTM. Ich glaube, der wird in diesem Jahr richtig gut mit dem Fahrzeug harmonieren. Aprilia hat auch endlich ein gutes Motorrad. Es ist nicht mehr, sie sind nicht mehr die Letzten. Ich denke, mit dem neuen Reifen könnten die wirklich einen Schritt nach vorne machen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bei den Jungs von Aprilia ist ja diese Fahrerwahl noch offen. Janone immer noch wegen Doping gesperrt oder vorläufig gesperrt. Man wird sehen, wie das da weitergeht. Ja, wer fehlt noch? Genau, Ducati. Was ist mit den Jungs los? Blufft Gigi Dall'Igna oder was genau hat er vor? Zeigt er uns erst in eineinhalb Wochen, wo der Hammer hängt? Oder hat Ducati tatsächlich Probleme mit der Performance? Wir werden sehen. Jack Miller hat jetzt ganz zum Schluss noch mal ein bisschen eine ordentliche Rundenzeit hingelegt. Er ist, glaube ich, Fünfter geworden. Aber nichtsdestotrotz, bei Ducati, glaube ich, hat man sich insgesamt bei den Tests ein bisschen mehr erwartet oder eben geblufft. Auf jeden Fall ist ein unglaublich explosiver Cocktail angemischt für 2020. Ich bin unheimlich gespannt aufs erste Rennen. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit den großen Dominatoren jetzt. Der gesamten Wintertests kann man sagen, aber besonders jetzt in Katar, Yamaha. Top 3 durch Mary Quinales, Franco Morbidelli und Fabio Quartararo. Dazu die 3 Tagesbestzeiten von Quartararo aus Sepang. Yamaha, leiser Favorit beim Start in die MotoGP-Saison 2020? Naja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Es sind nach wie vor immer nur Testfahrten. Und wie wir schon nach Sepang gesagt haben, gerade Yamaha, vor allem auch in Vinales, ist dafür bekannt, dass es eine Art Testweltmeister mehr oder weniger ist. Das haben wir in den vergangenen Jahren mehrfach gesehen. Die Tendenz spricht natürlich schon für Yamaha. Also in Sepang stark ausgesehen und das jetzt hier bestätigt. In 2 Wochen oder anderthalb Wochen ist hier das erste Rennen. Das ist definitiv einmal ganz gut vorbereitet für Yamaha. Vor allem ist sie nicht nur von den Bestzeiten her stark gewesen und geschlossen stark, weil wir haben ja da tatsächlich bis auf Rossi, der ein bisschen abgefallen ist, aber bei Bestzeitenjagd in Wintertests der große Hero war. Aber es sind ja auch diese Longruns, also Vinales ein Longrun, Quartararo ein Longrun oder so eine Art Rennsimulation fast. Also das war schon sehr vielversprechend, das hat auch der Konkurrenz vor allem sehr viel Respekt abgezollt. Dovizioso, der hat da immer die Konkurrenz relativ nüchtern und unpolitisch analysiert und gesagt, naja, das ist schon sehr beeindruckend, da sind wir aktuell ein bisschen hinten nach, meinte er. Das könnte ein bisschen Understatement sein, denn Dovi Ducati und Katar, das ist immer eine ziemlich erfolgreiche Konstellation. Aber ich denke auf jeden Fall, dass Yamaha besser aufgestellt in diese Saison geht, als so in die letzten 2 wahrscheinlich. Das denke ich schon. Definitiv, also wie du es angesprochen hast, über eine Runde sind sie schnell. Die Longruns waren gut, sehr gut, waren die besten eigentlich mitunter, muss man sagen. Eine Sache, wo ich glaube, was man immer bedenken muss, ein Longrun alleine zu fahren, ist natürlich auch wieder eine andere Sache, als ein Rennen zu fahren. Vor allem, wenn man jetzt sich in die Position der Yamahas begibt. Angenommen, man fährt hinter einer Ducati, hinter einer Honda her, die ja eben nicht dieses Kurvenspeed mitnehmen fahren, sondern eben mehr dieses Stop and Go. Und dann parkt quasi die Honda oder die Ducati dann in der Kurve vor deiner Yamaha, dann bringt dir halt dieser Kurvenspeed auch nichts. Also so ein Rennen hat dann eben doch andere Dynamiken. Auf den Geraden wird es nach wie vor schwierig werden für Yamaha, der Topspeed. Rückstand ist kleiner geworden, denke ich. Aber noch vorhanden. Aber immer noch vorhanden, deutlich vorhanden. Also Jack Miller, der jetzt eigentlich bei den Wintertests an jedem Tag der Topspeed-König war, wurde gefragt, so, ob er glaubt, dass Yamaha zum Beispiel näher rangerückt ist an Ducati. Und er meinte da so, nope. Also die fühlen sich da schon noch sehr sicher in dieser Position. Also Yamaha, es gibt schon noch ein paar Unsicherheitsfaktoren, wo ich denke, die wir beachten müssen, aber was hier zum Beispiel auch ein Rossi gesagt hat nach dem letzten Tag, naja, sie haben, er fühlt schon noch von der Pace so ähnliche Probleme wie letztes Jahr. Ist jetzt die Frage, hat Rossi jetzt einfach sein Rossi-Problem oder ist es nicht mehr, auch, hat er generell auch nicht mehr den Speed von Quartararo und Vinales, denn spätestens seit der Vertragsunterzeichnung im Werksteam wissen wir jetzt, Rossi ist ein Auslaufmodell im Werksteam von Yamaha zumindest. Oder hat er durch seine ganze Erfahrung, sieht er das, dass es nur kaschiert werden konnte irgendwie und am Rennsonntag, wenn es darauf ankommt, wo er dann im Regelfall auch über weite Strecken seiner Karriere immer da war,
kommt das dann wieder? Das ist ja auch, du hast es ja schon angesprochen, diese Long Runs alleine zu fahren ist die eine Sache, das ist ja gerade so ein lineales Problem, ja. Wenn der alleine vorne wegfahren kann, fährt der super Rennen, sobald er irgendwo im Bulk hängt, hat er einfach immer wieder auch diese Probleme und das kann man natürlich nicht simulieren, also irgendeine Art von Verkehr auf der Strecke zu simulieren ist nicht möglich. Von dem her, ja, ich bleibe bei meinem Fazit, Yamaha etwas besser aufgestellt als in der vergangenen Saison, ich würde aber nicht so weit gehen, die in eine Favoritenrolle zu drängen, schon gar nicht jetzt einmal in Katar, wo jetzt im letzten Jahr eher, also in den letzten Jahren jetzt eher Ducati Dovizioso sehr stark war, wo er mit einem Marquez vielleicht immer rechnen musste in der Vergangenheit, auf den Markt werden wir ja gleich noch zu sprechen kommen, genau. Aber Yamaha Favorit auf den Sieg in Katar, für mich auf keinen Fall. Kleines Detail vielleicht noch am Rande, dass vor allem, glaube ich, mir Quintanilla helfen könnte in dieser Saison, Holdshot-Device bei Yamaha als zweiter Hersteller nach Ducati, wo das jetzt richtig konkret verfolgt wird. Bei Honda experimentiert man schon ein bisschen, scheint aber doch nicht ganz einsatzfähig zu sein. Mario Quintanilla war ja vor allem im Vorjahr auch ein Fahrer, der immer in den ersten Runden vollkommen verschwunden ist, da viel Zeit verloren hat und dann wieder stark geworden ist. Also wenn er es jetzt schafft, vielleicht mit dem Holdshot-Device bessere Starts hinzulegen, sich in den ersten Runden weiter vorne zu platzieren, könnte ihm das in der Endabrechnung in den letzten Runden dann sehr helfen nochmal. Zweite ganz positive Überraschung des Winters Suzuki. Ähnliches Motorradkonzept wie Yamaha, rein Vierzylinder, viel Kurvenspeed. Haben wir schon beim letzten Mal besprochen, der neue Michelin-Reifen dürfte diesem Konzept mehr entgegenkommen quasi. Suzuki wieder super stark, Alex Rins Bestzeit am ersten Tag in Endabrechnung, Alex Rins Vierter, schon mir Sechster. Wie sehen wir die Jungs? Alex Rins im Vorjahr schon 2 Siege. Kann der den Schritt machen, dass man sagt, er kämpft vielleicht sogar um den WM-Titel? Ja, also auch da bestätigt jetzt wieder das, was sich in Sepang angedeutet hat. Suzuki geschlossen stark, auch Juan Mir war ja nie weit weg jetzt von Alex Rins. Und wie du sagst, Rins ist Siegfahrer seit dem letzten Jahr, muss man definitiv auf den Zettel haben. Und vor allem diese Konstanz, die Suzuki seinen Fahrern bietet über den Rennverlauf, also die haben sie, es können ja zu denen, die sich am wenigsten darüber beschweren, dass hinten raus irgendwie der Reifen komplett verreckt und dann irgendwie die Puste ausgeht. Und wenn es jetzt Rins schafft, dass er persönlich von seiner eigenen Leistung diese Konstanz noch schafft, dann ist auf jeden Fall in einem Großteil der Rennen wahrscheinlich ein Podestkandidat und könnte so vom Stil her in der Meisterschaft so zu einem zweiten Dovizioso wären, so der Punktehamster. Ich glaube jetzt nicht, dass Rins so der Seriensiegertyp ist. So weit ist Suzuki wahrscheinlich auch noch nicht, dass sie jetzt über dem Motorradbahn das 5 Rennen in Folge irgendwie gewinnen kann. Aber ich sehe schon das Potenzial bei Rins, dass er so dieser Punktehamster wie Dovizioso wird, der dann kein irgendwie über 15 Rennen nie schlecht als Fünfter ist und vereinzelte Siege holt und irgendwie so jedes zweite Rennen am Podest steht, also das halte ich durchaus für möglich jetzt, nach dem, was man jetzt gesehen hat. Bei Juan Mir wird es in dieser Saison an der Zeit sein, dass er das erste Podest holt und das traue ich ihm absolut zu, nach dem, was man jetzt gesehen hat in diesen 6 Testtagen. Ich glaube, was für Alex Rins ganz wichtig ist. Geheiratet haben sie noch nicht. Verstehen sich aber sehr gut. Also, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, diese gute Chemie im Team. Alex Rins, dann wird, denke ich, auch sehr entscheidend sein, wie er seine Qualifying-Leistungen in den Griff bekommt. Das war im Vorjahr teilweise desaströs, also wirklich jenseitig. Die Einzelrunden waren in den Wintertests jetzt durchweg sehr gut eigentlich. Das deutet darauf hin, dass man diese Qualifying-Schwäche, also dieses Schnellsein über eine Runde, ein bisschen abgelegt hat. Natürlich müssen wir auch da wieder sagen, Testfahrten, da auch wieder ein bisschen andere Geschichte. Man hat 7-8 Stunden am Tag für die eine schnelle Runde. Und nicht 15 Minuten Q2. Aber ich denke, auch da geht es in die richtige Richtung. Ja, und wie du gesagt hast, schon mir. Also ich glaube, wenn man bedenkt eben, wie turbulent seine erste Saison verlaufen ist mit Verletzungen und so, dann hat er in den paar Monaten, die er wirklich in der MotoGP hat, schon richtig viel dazugelernt. Und so, also ich glaube auch, dass man den vielleicht sogar öfters mal auf dem Podium sehen werde in dieser Saison. Da klingen schon die ersten Wetten durch. Am Ende gibt es noch die große Wette, Höller gegen Zwerweg. Ich glaube, da wird es um eine größere Einheit an Hopfengetränken gehen und werden wir dann im November abrechnen. Ja, kommen wir zu Honda. Die große Story dieser Wintertests eigentlich nicht zwangsläufig positiv, eher das Gegenteil. Sepang hat noch einigermaßen okay ausgesehen. Katar, vor allem die ersten 2 Tage, vor allem der zweite Tag, der war richtig schlecht für Honda. Also Cal Crutchlow und Alex Marquez sowieso praktisch am Ende des Feldes. Und auch Marc Marquez hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt. Natürlich
Schulter immer noch nicht ganz bei 100%, aber er hat da schon mächtige Probleme am Motorrad erkannt. Hat Honda zu einem relativ radikalen Schritt, würde ich sagen, bewogen. Am letzten Tag ist man rübergegangen zu LCR Honda, hat angeklopft bei der Box von Lucio Ciccolelli, hat gesagt, wir hätten bitte gern eins von den 2019er Motorrädern von Takaki Nakagami, wir würden da noch kurz was ausprobieren. Hat das Motorrad mal schnell entführt, hat dafür Marc Marquez einen Prototypen, kann man sagen, zusammengebastelt. Bisschen 2020, bisschen 2019. Laut Alberto Butsch, den Teamchef, sogar ein bisschen 2018 und 2017er Teile. Also da hat man alles, was irgendwie noch in dem Transportcontainer rumgelegen ist, irgendwie zusammengeschraubt. Weil die 2020er Honda anscheinend in dieser Konfiguration, wie man sie bisher verwendet hat, nicht so funktioniert hat. Gestern meinte dann ein Marc Marquez in den Tagen zuvor, den man schon angesehen hat, dass da was nicht nach Plan läuft, war gestern wieder deutlich relaxed und meinte, ja, wir haben jetzt was gefunden, die Richtung stimmt jetzt wieder eher. Was von dem Ganzen können wir glauben? Können wir glauben, dass es an den ersten zwei Tagen wirklich so schlecht war? Können wir glauben, dass die Richtung gefunden ist? Was glaubst du, wo steht Honda aktuell wirklich? Wo steht Marc Marquez auch wirklich? Also dieser Schritt, dass man tatsächlich sich ein Vorjahresmotorrad vom Kundenteam wieder zurückholt, um dort was auszutesten, zeigt auf jeden Fall, dass da einiges im Argen lag. Honda hat sich ja in den letzten Jahren einzig und allein auf Marquez ausgerichtet. Auch jetzt auf Marc Marquez. Auf Marc Marquez, muss man jetzt dazu sagen. Ja. Auch diese Vertragsverlängerung, die jetzt zwischen den zwei Testfahrten kam, für 4 Jahre, das ist quasi das völlige Commitment zum System. Marc Marquez, dadurch wurde dieses Bike immer radikaler, immer aggressiver. Ein Cal Crutchlow hat das schon seit 1,5 Jahren so ein bisschen angedeutet. Das ist so in der Form eigentlich ja, das unfahrbarste Motorrad, hat er, glaube ich, sogar mal gesagt dazu. Und wenn jetzt bei Marc Marquez gesundheitlich oder körperlich nicht alles so passt, dass er seinen aggressiven Fahrstil so ausleben kann, dann kommt man eben in diese Bredouille. Denn Alex Marquez, so viel kann man jetzt nach diesen zwei Tests sagen, wird in etwa, zumindest in der ersten Saisonhälfte, wieder dort herumgrundeln, wo Jorge Lorenzo letztes Jahr über weite Strecken unterwegs war. Also wenn es da gegen die hinteren Punkteränge geht, dann ist es eh schon wahrscheinlich ein Erfolg. Cal Crutchlow wird auch wieder so ein bisschen hopp oder drop. Nakagami fährt halt das Vorjahresbike schwierig einzuschätzen. Das heißt, man hat auch nur Marc Marquez jetzt in diesem Köcher. Ja, und da hat man sich durchaus ein bisschen zu sehr vielleicht verleiten lassen, ein ja, zu aggressives, zu eigensinniges Motorrad hier ihm hinzustellen. Wie sehr sie jetzt tatsächlich dann am letzten Tag diese Probleme gelöst haben oder ob ein Marc Marquez vom Milliardenkonzern Honda einfach sich hinstellen muss und sagen, ja, wir haben jetzt eigentlich am letzten Tag alles gelöst, was an den 5 Tagen davor in diesem Jahr nicht funktioniert hat. Das ist jetzt ein klassischer Bluff. Also da alles gelöst zu haben, sicher nicht. Neue Ideen gewonnen, ja, das kann schon sein. Aber als der große Favorit, der jetzt die ersten 7 Rennen, 5 gewinnen wird oder so, sehe ich Marc Marquez in der aktuellen Verfassung nicht. Das gibt uns natürlich wiederum die Hoffnung, dass es vielleicht länger spannend bleibt nächstes Jahr oder vielleicht sogar bis zum Finale irgendwie geht oder Marquez entthront wird, wäre ja für die Abwechslung auch mal nicht so schlecht. Ja. Die große Frage, die ich mir stelle, ist auch, wie genau kann Marc Marquez im Moment überhaupt beurteilen, wie gut oder wie schlecht das Motorrad ist? Er hat selbst gesagt, er kann aktuell nicht so fahren, wie er das möchte. Es fehlt ihm die Kraft, es fehlt ihm die Beweglichkeit etwas in der Schulter. Er hat nicht so eine natürliche Position auf dem Motorrad. Das sind Nuancen, aber das kann bei einem Motorrad gleich einmal sehr viel ausmachen. Das kann die komplette Balance des Motorrads verändern. Zumal da die Zeitenabstände sind ja wieder geschrumpft. Eben, also nehmen wir auch wenn Marc Marquez jetzt wirklich überzeugt davon wäre, dass man den Schritt gemacht hat, muss es noch lange nicht bedeuten, dass es wirklich so ist. Mhm. Also ich glaube, es ist im Moment eine ganz schwierige Situation für Marc Marquez. Er ist von der vollen Fitness weit entfernt. Er hat es letztes Jahr dann zur Saisonende verraten, dass er ungefähr ein bisschen Rest gebraucht hat, bis er wirklich voll fit war. Das ist Anfang Mai. Dieses Jahr sieht es definitiv nicht besser aus, eher sogar ein bisschen schlechter mit der Schulter. Also es wird eine Weile dauern, bis er wirklich der Marc Marquez ist, der voll fit ist, was natürlich nicht heißen muss, dass er nicht die ersten zwei Mal auch gewinnen kann, das ist klar. Aber ich glaube, bei Honda fischt man da im Moment ein bisschen im Trüben, wo steht Marc Marquez und wo stehen wir auch mit dem Motorrad. Also ich
Ich glaube, so lässt sich die Lage bei Honda im Moment am besten einordnen. Es gab schon ein paar gute Memes dazu. In einer ähnlichen Situation wie Honda, wenn auch vielleicht nicht ganz so verfahren, befand sich Ducati in diesem Winter. Auch da, die Kommentare, die von der Fahrer gekommen sind, waren nicht immer so hundertprozentig happy. Auch da gab es einige Sorgen. Der neue Reifen, hat man gemeint, macht es ein bisschen schwieriger mit der Ducati, Desmo Sedici. Aber auch da müssen wir sagen, Andrea Dovizioso ist immer so der Mann, der in den Wintertests oder generell in den Testfahrten irgendwo in der Zeitenliste ist und dann, wenn es darauf ankommt, gerade in Katar beim Saisonauftakt voll da ist. Also Andrea Dovizioso sollte man, denke ich, noch nicht abschreiben, trotz jetzt auch nur Platz 10 im Katar-Test. Ja, das auf jeden Fall. Also Dovizioso ist wie Rossi für Testfahrten, da wird die Arbeit gemacht. Und diese Zeiten, also die Checkliste halt abgearbeitet, wie es immer so schön heißt, und diese Zeitenjagd, der sich da anderen hingeben, ist ihm völlig egal. Ducati steht schon seit dem Vorjahr, also ich kann mich erinnern an Dovizioso's Wutrede am Sachsenring, steht seit dem Vorjahr so ein bisschen mit dem Motorrad an, habe ich das Gefühl, so wirklich was nach vorne bewegt sich da jetzt nicht. Aber Gigi Dallinia hat sich in Katar ja wieder was einfallen lassen. Du hast dir das genauer angesehen. Was gab es denn da an der Ducati, was alle Fotografen angelockt hat? Wie wir es genau nennen sollen, haben wir noch nicht herausgefunden. Da gibt es unterschiedliche Begriffe. Was im Endeffekt ist, ist eine Weiterentwicklung des Holeshot-Devices, also quasi dieses Mechanismus, der quasi die Maschine absenkt, mehr oder weniger, um einen tieferen Schwerpunkt zu bekommen, um weniger Wheel zu bekommen, um mehr Traktion zu bekommen, um eine bessere Beschleunigung einfach zu ermöglichen. Gab es bisher so nur am Start. Gibt es an der Ducati auch während der Fahrt quasi, wird aktiviert mit einem relativ ordinären Schalter, muss man sagen, eigentlich am linken Lenkerende. Ganz ähnlich, viele Leute werden es vielleicht kennen vom Mountainbike, wo man einfach die Federgabel damit sperren kann. Es hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich genauso ein Schalter. Den kann man 1:1 so kaufen im Internet. Ich glaube, 18 Euro ungefähr kostet er im Online-Shop. Also wer sich so ein kleines Device zu Hause selbst nachbauen will, kann das gerne machen. Und das ermöglicht es eben den Fahrern auch während der Fahrt, vor allem natürlich beim Herausbeschleunigen aus engeren Kurven, quasi das Motorrad abzusenken, das Heck abzusenken und so für bessere Beschleunigung zu sorgen, in der Theorie. War jetzt bei den Testfahrten so, dass die Fahrer zunächst gar nichts darüber gesagt haben und nichts sagen durften. In den letzten Tagen wurde dann ein bisschen mehr darüber gesprochen. Die Fahrer meinen, ja, es bringt was, es kann sogar relativ viel bringen, ist aber noch sehr ungewohnt, noch sehr schwierig zu verwenden. Kann man sich vorstellen, da während dem Rennen ständig rumzuschalten, absenken, rauf und runter. Im Zweikampf in der letzten Runde mit Marc Marquez. Kann ich mir vorstellen, dass das, dass da schon sehr viel passiert eben im Kopf, dass man denken muss. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt über die Saison. Also ich glaube, es kann wahnsinnig wertvoll sein auf gewissen Strecken. Spielberg, denke ich da, wo man eh schon ohnehin stark genug ist bei Ducati. Können es einiges bringen. Die Top-Speeds waren wieder überragend von Ducati. Also Jack Miller mit 3,54, glaube ich, gestern. Also da kratzt man schon am absoluten Top-Speed-Rekord der MotoGP. Also es scheint schon einiges zu bringen. Wird man sehen, wie praktikabel es dann wirklich eben im Rennen ist, wie du gesagt hast, auch eben, wo man dann eben nicht allein unterwegs ist, sondern auch 21 Fahrer um sich herum hat, auf die man achten sollte. Aber auf jeden Fall wieder ganz, ganz spannender Kniff, den sich Gigi Dallinia da einfallen hat lassen. Und ja, und auch hier wieder in eine Regellücke mehr oder weniger gestoßen. Denn dass die Fahrer das selbst verstellen, das ist nämlich nicht explizit verboten. Explizit verboten ist diese aktives Fahrwerk mehr oder weniger, wenn es eben automatisch gesteuert wird. Aber wenn der Fahrer das alles selbst manuell macht, ist es in den Regeln nicht explizit verboten und damit ist es erlaubt. Also wieder auch hier hat er etwas gefunden, wo er hineinstoßen kann. Ob es dann tatsächlich so viel bringt und so praktikabel ist, ja, wird die Saison mehr oder weniger zeigen. Was die Saison für mich auch zeigen wird, ist, dass Jack Miller für nächstes Jahr den zweiten Ducati Factory Platz bekommen wird. Denn wenn man sich das jetzt anschaut, also was der zeigt im Vergleich zu dem, was Petrucci zeigt, und dann noch das Alter ein bisschen vergleicht und so vom Typ, von der Personality her, dann ist für mich klar, dass Petrucci ein Auslaufmodell sein wird. Also ich glaube auch, dass Ducati da nach wenigen Rennen wahrscheinlich schon das auf die Karte Miller setzen wird und auch setzen muss, weil
Quartararo ist schon unter Vertrag, Vinales ist schon unter Vertrag, Marquez ist schon unter Vertrag. Also viel gibt es da jetzt nicht mehr, was man irgendwie abwerben kann. Das heißt, man muss jetzt schon schauen, dass man auf seine jungen Pferde da setzt. Und da ist Jack Miller natürlich das aktuelle Pferd in Pole Position, wenn man so will. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Passt schon. Also bin da voll bei dir, wenn Danilo Petrucci in den ersten Saisonrennen nicht wirklich Top-Leistungen bringt, dann spricht, glaube ich, aus dem italienischen Pass nicht mehr sehr viel für ihn da bei Ducati. Mugello letztes Jahr war der Höhepunkt, der Sieg, da um den Zeitpunkt rum gab es ein paar sehr gute Rennen von ihm, weil der zweite Saisonhälfte war schon nichts, muss man sagen. Ja. Wintertests, ja, waren jetzt auch nicht berauschend. Schauen wir, wie die ersten Rennen gehen, aber aktuell sehe ich da auch Jack Miller auf jeden Fall in der besseren Position. Wer weiß, vielleicht sind auch zwei Plätze frei nächstes Jahr bei Ducati. Andrea Dovizioso wissen wir noch nicht, ob der weitermacht. Also ja, dann wäre er schon mit Bagnaia der Nächste da. Also auch im Vergleich zum letzten Jahr, jetzt wo man ihn auf das aktuelle Motorrad gesetzt hat, ist das schon eine deutliche Leistungssteigerung. Ja, Schritt nach vorne, definitiv. Aprilia haben wir nach Sepang sehr positiv erwähnt. Vor allem mit Aleix Espargaró. Andrea Iannone ist ja nach wie vor gesperrt. Wir warten nach wie vor auf die... auf das Urteil in diesem Fall. Wir warten die B-Probe. Wir warten die B-Probe, hat wie einst Joshi Mülek. Aprilia jetzt in Katar wieder ein bisschen schwächer gewesen. Ist jetzt noch schwer einzuordnen, wo die RSGP steht. Romano Albisiano hat gesagt, man hat zwei unterschiedliche Motoren mehr oder weniger. Der eine ist ein bisschen stärker, da hat man aber noch Zuverlässigkeitsprobleme. Der eine ein bisschen konservativer, der läuft schon rund. Man wird es entscheiden, ob man quasi auf den stärkeren gehen kann, ob man sich das trauen kann. Da ist, glaube ich, ein bisschen schwierig einzuordnen, wo die RSGP steht. Ist noch ein sehr neues Motorrad 6 da jetzt. Aber viel interessanter bei Aprilia finde ich eigentlich, was da so abseits der Strecke passiert ist in den letzten Tagen. Andrea Iannone ist in diesem Jahr noch keinen Kilometer auf dem MotoGP-Motorrad gefahren. Hat sich dennoch im Rahmen der Teampräsentation, die da am Freitagabend in Lausanne stattgefunden hat, bemüßigt gefühlt, quasi die Fortschritte, die man bei Aprilia gemacht hat, jetzt darauf zurückzuführen, dass jetzt er nun endlich Teil dieses Aprilia-Projekts geworden ist. Und meint, ja, jetzt seht ihr quasi, ich bin hier und jetzt geht's vorwärts. Was bei Aleix Espargaró, sagen wir mal, mittelprächtig gut angekommen ist. Sehr nett ausgedrückt. Der meinte, es war super respektlos, was Andrea Iannone da gesagt hat. Ist quasi respektlos gegenüber ihm, gegenüber Testfahrer Bradley Smith, gegenüber den Mechanikern, Ingenieuren und so weiter. Das ist auch schwachsinnig, meiner Meinung nach. Das ist auch Schwachsinn eigentlich, ja. Finde ich ein bisschen schade in die Richtung, die es jetzt bei Aprilia wieder geht. Man hat jetzt eigentlich erstmals ein ordentliches MotoGP-Motorrad. Und jetzt gibt es da so viele Sachen, die im Umfeld nicht passen. Die Dopingsperre für Andrea Iannone aktuell. Dann gibt es jetzt diese teaminternen Reibereien zwischen Aleix Espargaró und Andrea Iannone. Espargaró hat gesagt, er kündigt Iannone die Freundschaft. Das war's mit dem guten Verhältnis. Danke, ciao. Aprilia sieht aus, es muss immer irgendwo ein Unruheherd sein bei diesem Hersteller, oder? Ja, also wir haben ja letztes Jahr vor der Saison haben wir alle Team für Team analysiert und haben gesagt, Aleix Espargaró, Andrea Iannone, das ist ein Pulverfass, das eigentlich explodieren muss. Mit einem Jahr Verspätung. Mit einem Jahr Verspätung ist es explodiert. Da sieht man auch, also Freundschaft, also von Freundschaft, glaube ich, da hat der liebe Aleix Espargaró auch wieder etwas das Ganze hochgespielt. Eine Freundschaft hat zwischen den beiden sicher nie bestanden, aber also diese Arroganz, mit der sich Iannone dahingestellt hat, als nach aktuellem Stand klarer Dopingsünder, muss eine Sperre nach sich ziehen, auch ganz klar, sich dahinstellt und irgendwie sagt, ja, wenn ich jetzt ein Jahr da bin, jetzt geht's dann plötzlich. Also die Suzuki-Ingenieure, die mit ihm zusammenarbeiten mussten und einst mit Kündigung gedroht haben, wenn sie den verlängern, werden da wahrscheinlich was anderes erzählen können, darüber auch bei Ducati darf man jetzt bezweifeln, dass er die treibende Kraft war und nicht Andrea Dovizioso, der Ducati da wieder an die Spitze gebracht hat. Naja, ist ganz, ganz schwierige Situation. Ich möchte jetzt nicht in Albesianos Haut stecken und das da irgendwie managen zu müssen, denn jetzt war es im letzten Jahr von der Leistung her so, dass neben Aleix Espargaró endlich ein zweiter Fahrer, zumindest in der zweiten Saisonhälfte, war ja noch nicht teilweise ganz gut unterwegs, war endlich ein zweiter Fahrer da, nachdem eigentlich jahrelang keiner was neben Espargaró gerissen hat. Und jetzt muss man da wieder von Null starten. Also irrsinnig schwierig, da einen adäquaten Ersatzpiloten zu finden. Dann jetzt diese Unsicherheit, bis tatsächlich es diesen finalen Schuldspruch und die Sperre oder eben einen Freispruch also gibt. Man weiß jetzt gar nicht, wenn man irgendwie draufsetzen soll über die gesamte Saison.
das passt halt einfach irgendwie in so ein Bilderbild. Irgendwie will es dort nie so richtig laufen, trotz Umstrukturierungen. Jetzt das Motorrad scheint ganz gut zu sein, wobei Aleix Espargaró gesagt hat, okay, wir hatten kleinere Probleme, aber davon viele. Es ist auch schwierig, wie, ob man dann tatsächlich ein reibungsloses Rennwochenende runterbringt und einen die perfekten 45 Minuten für den Grand Prix. Wird schwierig. Also ich sehe Aprilia in einer ähnlichen Position wie eigentlich in den letzten Jahren dadurch wieder. Ähnliche Position würde dann Rang 6 in der Herstellerwertung bedeuten. Ist durchaus wahrscheinlich, weil bei KTM, würde ich sagen, hat man wieder zugelegt in den Winter. Testarbeit von Dani Pedrosa trägt ganz klar Früchte, das haben wir schon ausreichend behandelt, wird von den Fahrern immer wieder gelobt, vor allem von Paul Espargaró, der schwärmt in höchsten Tönen von Dani Pedrosa als Testfahrer. Paul Espargaró war die letzten Jahre so die Solospitze bei KTM quasi. Ähnlich wie sein Bruder bei Aprilia. Aber was der Horst schon angesprochen hat in seiner Analyse beim Eingang, dieses Jahr hat er mit Brad Binder einen Teamkollegen, der ihm ordentlich Feuer unterm Hintern machen könnte. Der war Neunter jetzt in der kombinierten Zeitenliste. War sogar schneller als Espargaró. In Katar war schneller als Espargaró. Als Rookie mit so wenigen Tagen auf dem Motorrad auch eine richtig schnelle Rundenzeit gefahren in Katar. Können wir da zum ersten Mal vielleicht das ein richtiges Teamduell auch bei KTM sehen? Ja, sehe ich schon so. Vor allem Binder ist so, hat so, bringt so diese Quartararo-Mentalität mit. So, ich springe einfach drauf, ich nehme, was ihr mir gebt. Ich denke da gar nicht zu viel nach. Wir kennen ihn ja seit Jahren und haben immer wieder Interviews mit ihm. Der ist einfach immer sehr locker und lebt für das Motorradfahren. Letztes Jahr im Magazin ein Interview gemacht. Ja, er hat überhaupt nie sich über einen Plan B überlegt, falls es mit dieser Motorradkarriere nicht... YOLO. Genau, falls es mit dieser Motorradkarriere nichts wird. Er denkt einfach nur permanent an Motorradfahren. Und das hilft einfach beim Einstieg in die MotoGP-WM, wenn man da unbedarft rangeht. Aber wenn er sich diese Lockerheit erhalten kann, dann glaube ich da schon, dass er zu Mitte der Saison vielleicht einmal tatsächlich auch über die volle Renndistanz einen Paul Espargaró fordern kann. Für KTM kann das nur positiv sein. Nach diesem Zarco-Desaster haben sich alle gefragt, naja, wie reagiert KTM jetzt darauf? Sie haben damit reagiert, dass sie eigentlich jetzt nur Piloten geholt haben, die sie seit Jahren kennen. Binder fährt seit Jahren in den unteren Klassen für KTM, auch Lecuona war jetzt auf einer KTM unterwegs, der für Tech 3 das MotoGP, die MotoGP-Saison bestreitet. Oliveira das gleiche, auch jahrelang bei KTM unter Vertrag gewesen. Und ich denke, man ist jetzt gut beraten, das alles wieder ein bisschen familiärer zu gestalten. Man hat sich mit diesem vermeintlichen Königstransfer Zarco die Finger verbrannt, hat aber anscheinend daraus gelernt. Wenn man jetzt die richtigen Schlüsse daraus zieht, ja, dann sollte man die Nummer 5 unter den Herstellern verteidigen können. Für mehr nach oben, glaube ich, wird schwierig. Yamaha hat sich verbessert. Ducati ist zumindest gleich. Also ich sehe jetzt nicht, dass Ducati wesentlich schlechter wäre als letztes Jahr. Suzuki hat zugelegt. Honda wird jetzt auch nicht völlig abstürzen. Marc Marquez wird jetzt nicht um 7., 8. Plätze plötzlich fahren, so aggressiv und kann das Motorrad gar nicht sein und so oft kann es ihn gar nicht abwerfen. aber in Podestnähe ist auch KTM bei weitem jetzt noch nicht, glaube ich mal. Ja, würde ich auch noch nicht ganz sehen. Ich denke, man wird vielleicht in die Top 5 das eine oder andere Rennen mal mitmischen können, wenn die Verhältnisse passen, wenn die Strecke passt. Wie du sagst, Podium in einem normalen Rennverlauf sehe ich aktuell noch nicht ganz. Ich würde sagen, mit der Analyse sind wir durch, aber einen Themenpunkt haben wir jetzt noch offen. Und zwar ist die große Wette zum Abschluss. Letztes Jahr habe ich verloren. Ich habe Andrea Dovizioso gesagt. Du hast Marc Marquez gesagt. Gratuliere an dieser Stelle. Ja, das. Sehr, sehr mutiger Tipp und trotzdem gewonnen. Darum fange ich jetzt an. Ich bin wieder mutig und sage, es wird nicht Marc Marquez der Weltmeister 2020 heißen, sondern dieses Mal setze ich mein Geld in Form eines Kastenbier auf Mary Quinales, der dieses Jahr vom Testkönig zum Rennkönig werden wird, der sich seinen ersten MotoGP-Titel abholen wird, der ersten seit 2015 für Yamaha. Und der wird jetzt der zweite Fahrer sein wird, der Marc Marquez in der MotoGP-Saison wirklich biegen kann. Also mein Tipp, Mary Quinales, bitte Herr Höller. Kann ich vielleicht mal einhaken und in Zweifel stellen, ob
Maverick Vinales überhaupt der bestplatzierte Yamaha-Fahrer? Kannst du. Du kannst doch eine Zusatzwette kannst du auch noch machen. Dann machen wir, also WM-Tipp, bin ich wieder langweilig und sage erneut Marc Marquez. Okay, ja? Ja, mein Bube mich dafür aus, aber das ist... Schließen wir den Deal mal. So. Das ist die sicherste Karte, auch wenn der jetzt nicht ganz fit ist, auch wenn die Honda jetzt nicht perfekt ist. Honda hat so viele Ressourcen, die bekommen das mit Sicherheit hin. Ich hoffe, dass es vielleicht erst beim Finale sich entscheidet. Also das wäre schön. Nicht wieder 4-5 Rennen vor Schluss. Also wir haben, glaube ich, 20 Rennen in dieser Saison. Da schon wieder Anfang Oktober irgendeine Entscheidung. Dann wird das Arbeiten relativ langweilig hinten raus. Schichten sind immer ein bisschen zäh dann, ja. Also ich hoffe, dass das bis Valencia spannend bleibt. Denke aber, dass Marquez sich durchsetzen wird. Und um auf deine Wette einzugehen, also um auf deinen Tipp näher einzugehen, ich wette, dass Fabio Quartararo der bestplatzierte Yamaha-Pilot in dieser Saison wird. Was willst du wetten? Gute Frage. Legen wir noch einen zweiten Kasten drauf. Das passt. Dann haben wir was zu tun in der Winterpause. Was zu tun, dann können wir notfalls aufteilen und einen schönen Abend machen. ja, das war's von unserer Testanalyse. In einer guten Woche geht es für mich nach Katar. Saisonauftakt, erste Saisonrennen. Dann sind die ganzen Prognosen und Überlegungen erstmal wertlos. Dann sehen wir, was wirklich Sache ist. Aber schreibt uns doch mal, wie ihr die Wintertests gesehen habt. Schreibt in die Kommentare, wer euer WM-Tipp ist. Etwaige Zusatzwetten könnt ihr gerne abschließen mit uns. Wir sind dafür für alles offen, solange die Einsätze nicht zu heftig werden. Ja, schreibt uns einfach, was ihr von den Wintertests gehalten habt, was eure Hoffnungen, eure Wünsche, eure Erwartungen für die Saison 2020 sind. Wie gesagt, in gut einer Woche geht's los. Bis dahin natürlich wie immer die Empfehlung unserer App für Android und iOS. Unsere Facebook-Gruppe MotoGP Freaks, weil 4 Räder 2 zu viel sind, die können wir auch noch empfehlen. Sonst noch Empfehlungen? Ja, unser Unterstützungsprogramm, damit der arme Markus in Katar nicht in einem Beduinenzelt schlafen muss. So ist es. Passt. Gut, dann melden wir uns nach Katar spätestens wieder. Bis dahin viel Spaß auf motorsportmagazin.com und ciao. Ciao.